Hallo und herzlich willkommen bei einer News-Ankündigung zu GTA Online. Ja, es gibt ein Update, das richtig cool ist. Es heißt Import und Export und bietet eine große Garage mit 60 Plätzen. Also das ist gigantisch im Gegensatz zu den kleinen von den Häusern. Und das finde ich richtig genial. Also ich wusste, dass Rockstar wieder mal etwas Gutes bringt. Ich freue mich darauf. Ich bin ja ein seit GTA 1 richtig cool und ja, ich spiele einfach mega gerne Spiele von Rockstar und bin einfach mega Fan. Und ich freue mich einfach riesig. Also, das motiviert mich wieder mehr GTA Online zu spielen und auch aufzunehmen oder zu livestreamen. Also kommt sicher, wenn das Update erschienen ist, ja, fast jeden Tag ein Livestream und ein Video. Hä? Weil ich möchte schon das als, ja, eines der Hauptprojekte von meinem Kanal machen und nebenbei noch ja, einfach ein bisschen Story zu bringen oder was ihr auch wollt. Also das dürft ihr alles wünschen. Ich freue mich einfach gewaltig darauf. Ich kann euch noch ein bisschen vorlesen. Ja, es ist scheinbar so, dass es halt nicht so, ja, wir haben viele Autos und wir haben wenig Platz, deshalb muss da einfach mal ein bisschen für Platz gesorgt werden. Man kann nebenbei noch diese zufälligen Ereignisse und so werden natürlich noch ein bisschen gepusht. Und ja, man kann kriminelle Aktivitäten für Bosse von Unternehmen durchführen. Es ist sehr, ja, es ist wahrscheinlich sehr ähnlich zu dem älteren Update von den Rocker und so weiter. Es wird wahrscheinlich nicht viel anders sein, aber es wird vor allem cool sein und groß. Ja. Oh, ein Traktor und hat es überholt. Also ich freue mich riesig. Ich bin ja nicht so geübt in GTA Online, weil ich noch nicht so viel selber gespielt habe. Aber ich schaue sehr viele Videos von anderen YouTuber über GTA Online und möchte einfach auch eine Community aufbauen, die ja viel Spaß haben werden mit dem neuen Update und so weiter. Und meine alten Kollegen natürlich auch. Sie müssen einfach ein bisschen öfter da sein, also ja, ich freue mich einfach riesig, es ist wahnsinnig, ich kann es fast nicht in Worte fassen, dass GTA Online noch so riesige Updates bekommt und so weiter. Das ist einfach nur, ja, ist, hä? Oh. Danke, aber nicht zu sensibel, kleines Gamebett. Ach, freue mich, also wenn Blizzard, Rockstar so weitermacht, dann wird das ein perfektes Spiel. Also, ja, es geht halt noch lange, aber ich denke, Rockstar macht immerhin etwas für GTA Online. Und sie kündigen nicht sofort wieder ein neues GTA an. Sie wollen wahrscheinlich GTA Online und GTA 5 noch richtig lange aufrechterhalten. Und ja, das freut mich extremst. Also, ich kann es eben fast nicht in Worte fassen. Ich brauche zuerst mal richtig viel Sucht. Ich muss sehr viel spielen jetzt. Und ihr werdet sehen, worauf ich mich freue. Aber ihr wisst es wahrscheinlich schon. Also, aua. Ich übe noch ein bisschen Gamepad und dann sehen wir in einem der nächsten Videos vielleicht wieder. Also, viel Spaß mit anderen Videos von mir. Tschüss.